2012 kaufte sich Familie Hüsch dieses schöne Zechenhaus in Moers, Nordrhein-Westfalen. Zusammen mit dem Kauf wurde das Haus kernsaniert. Trotzdem zeigte sich bald darauf Schimmelpilz im Obergeschoss. Als der Befall sogar den Kleiderschrank erfasste, versuchte Frau Hüsch, den Befall eigenhändig zu entfernen. Vergeblich. Wir haben es an einer Stelle erst entdeckt, weil ich an der einen Ecke des Schrankes etwas gesucht habe und es macht einen unglaublich ärgerlich und wütend. Im Freundeskreis wurde Familie Hüsch die Firma Isotec empfohlen. Diplom-Ingenieur Björn Morschek ist Fachmann, wenn es um die Beseitigung von Feuchte- oder Schimmelpilzschäden geht. Zunächst macht er sich ein Bild von den Räumen und beginnt mit der Schadensanalyse. Mit einem speziellen Infrarotthermometer misst er die Temperatur der Wandoberfläche. Ergebnis: Die Wände dieses Raumes kühlen zu sehr aus. Dieses Zechenhaus ist zwar kernsaniert worden, aber es ist nichts an der Dämmung gemacht worden. Bei diesem mittelgroßen Befall ist es so, dass es zu Problemen für die Bewohner kommen kann. Und die Familie Hüsch, die hat zwei kleine Kinder, die sind 1 und 4 Jahre alt. Das heißt, wir müssen hier unbedingt, um auch zu vermeiden, dass die Sporen sich in den Raum verteilen, dieses Problem lösen und nachhaltig lösen. Die von Schimmel befallenen Wände werden mit sogenanntem Sporenbinder behandelt, um beim nächsten Arbeitsschritt den Sporenflug so gering wie möglich zu halten. Mit einem speziellen Schleifgerät wird dann der Schimmelpilz sorgfältig abgefräst. Im Anschluss werden die Isotec-Klimaplatten vollflächig verklebt. Die Klimaplatten können Feuchte aus der Raumluft aufnehmen und sie haben einen hohen pH-Wert, der schimmelpilzhemmend wirkt. Zudem erhöhen sie die Temperatur der Wandoberfläche. Wir haben eine Teilfläche Klimaplatte schon angebracht, eine Teilfläche ohne Klimaplatte. Und man fühlt das schon ganz deutlich an der Oberfläche dieser Wand, die ist sehr kalt. Und wir erreichen durch diese Klimaplatte, und man sieht das auch, dass wir hier eine etwas dickere genommen haben, erreicht man Minimum eine Temperaturerhöhung von 3 Grad. Und damit verhindern wir dann auch, dass es hier einen Tauwasserausfall gibt. Anschließend werden die Isotec-Klimaplatten optisch ansprechend mit Kalklette gespachtelt. Wir haben der Familie geholfen insoweit, dass wir jetzt die Schimmelpilzproblematik gelöst haben, dass es die Gesundheitsgefahr nicht mehr gibt und die nächsten Jahre werden sie definitiv hier Ruhe haben.